Vor den Augen der Nachbarn dringt diese türkische Polizeieinheit ein in ein verlassenes Haus in einem armen Viertel der Stadt Van, nahe der iranischen Grenze. Sie findet darin 20 illegal in die Türkei eingereiste Migranten, ein Versteck von Menschenschmugglern. Solche sogenannten Schockhauses dienen als provisorischer Unterschlupf. Die Geflüchteten warten hier tagelang auf eine sichere Route nach Istanbul oder Ankara vor einer eventuellen Weiterreise nach Europa. Mit den Razzien kämpfen die türkischen Behörden in den letzten Monaten gegen illegale Einwanderer. Die Botschaft ist klar: Obwohl die zunächst befürchtete Migrationswelle nach der Rückkehr der Taliban ausblieb, sind Menschen aus Afghanistan nicht willkommen. Die Behörden kommunizieren ihr Vorgehen über die Presse. Hier erklärt der Präfekt von Van, dass die seit 2019 von der Türkei ausgehobenen Gräben und Kontrolltürme in diesem Jahr über 100.000 Migranten den Weg versperrt hätten. Ein Großteil der Türme wird von der EU finanziert, die damit eine Migrationswelle wie 2015 verhindern will. Aber das spektakulärste Bauwerk ist sicherlich diese Betonmauer. Bugün itibariyle 26 kilometresini bitirdiler. Bu yıl sonuna kadar 45 kilometresini bitirmeyi hedefliyoruz. Geri kalan da baharın bitecek. Ama bizim 231 kilometremiz geride kalmakta. Onun da beton duvarının yapılması için ihale çalışmaları başlandı. O da bitince bütün Van sınırında modüler beton duvar üretimi bitmiş olacak. Voller Stolz präsentieren die Verantwortlichen ihre Mauer. Die 3 Meter hohen Betonblöcke sollen mit Stacheldraht bestückt und regelmäßig von Patrouillen bewacht werden. Am Fuß des Hügels wird der nächste Bauabschnitt beginnen. Ein starkes Signal an Europa und auch an die eigene Bevölkerung. Die Türkei hat bereits 4 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, darunter 3,5 Millionen Syrer. Mehr sollen es nicht werden. Die bei dem Polizeieinsatz verhafteten Migranten wurden in ein Abschiebezentrum gebracht, mit Platz für 750 Personen. Diese von der EU finanzierte Einrichtung ist die letzte Etappe vor ihrer Abschiebung. In diesem Jahr für rund 13.000 Menschen, die laut Behörden allein in der Provinz Van festgenommen wurden. Mit schnellem Schritt führt uns der Direktor Ridwan Çalışkan durch die Anlage. Seine Erklärungen sind routiniert. Im Vorübergehen zeigt uns ein kleines Mädchen eine Zeichnung mit dem Wort Gefängnis auf Farsi, umgeben von weinenden Menschen. Tabii Türkiye'nin tabii kapasitesi yeterli doyuma ulaştığı için dolayısıyla Afganları alacak kadar artık bizim bir kapasitemiz yok. Dolayısıyla bunun diğer ülkeler tarafından adil olarak paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yükün daha doğrusu. Bunlar yeni yakalanan yabancılarımız. Bu yabancılar yeni yakalandılar. Işığı yakar mısın? Kaç kişi geldi toplamda buraya? 40 kişi. Afganistanlı mısınız? Afganistanlı mı? Hepsi mi? Hepsi Afganistanlı. Şimdi bunlar Afganistan, şimdi bahsettiğim şey uyruktan uyruğa değişen bir şey. Afganistan uyrukluları şu an içerisinde gönderemiyoruz maalesef. Çünkü dediğim gibi karşıda tanıdığımız bir ülke yok. Bundan dolayı gönderemiyoruz. Fakat diğer uyruklular değişebiliyor yani. İran'ı mesela bir hafta içerisinde gönderebiliyoruz. Irak'ı aynı şekilde keza. Fakat Afganistan dediğim gibi bekliyor. Pakistan'a da gönderebiliyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Bunlar merkezimizde bekletiliyor. Merkezimizde kapasite yetersiz olduğu dönemde de başka illere sevk ediyoruz yabancıları. Bu şekilde yani. Mojtaba, ein Polizeischüler aus Kabul, zahlte den Schleusern 1.000 Dollar, in der Hoffnung, in der Türkei erst einmal einen Job zu finden, um dann später nach Griechenland gehen zu können.
زمرز وقتی ما از مرز آمدیم شب بود دیگه ساعتای 10 یا 11 بجه شب ما را گیم میگه میفت گیم بزنید باز اون خرطار بود از بالای خرطار خود پرت کردن مو طرف باز چی بود از چخریگاه کا بود از کانالا کنده بود کانالا کنده بود باز اونجا ما را گیر کرد دفعه اول اونجا گیر کرد باز لباس زای ما کلا درد داد و خیلی لچکوب کرد Vielen hier erging es so wie Mojtaba. Vor Ort werfen Menschenrechtsanwälte und NGOs der Türkei vor, das Asylrecht der afghanischen Migranten zu missachten. Manche sollen auch illegal in den Iran abgeschoben oder von Soldaten geschlagen worden sein. Wie etwa Najibullah und Shakiba, die im September aus dem Norden Afghanistans nach Wann gekommen sind. Najibullah, der von Deutschland träumt, hat in einer Industriebäckerei unter der Hand einen Job gefunden. Er verdient rund 133 Euro im Monat. Die Familie saß mit anderen Migranten im Grenzgebiet zwischen der Türkei und dem Iran fest. Das Hin und Her dauerte mehrere Tage. Keines der beiden Länder wollte sie aufnehmen. Die Türkei versichert, die Afghanen vorerst nicht abzuschieben. Die Rückkehr in ein von den Taliban beherrschtes Land ist für den Ex-Soldaten jedenfalls undenkbar. Die Familie sagt, dass die Einwanderungsbehörde sich bereits mehrfach weigerte, sie als Asylbewerber zu registrieren. Diese Anerkennung, vor kurzem noch Routine, würde ihnen eine kurzzeitige Aufenthaltserlaubnis und Zugang zum Gesundheitssystem verschaffen. Ansonsten droht die Einweisung in das Abschiebezentrum. Also leben sie seit einem Monat im Verborgenen. Shakiba zeigt uns die leere Küche. Fast der gesamte Lohn ihres Mannes geht für die Miete und Rechnungen drauf. Am Monatsende bleiben ihr für Nahrung umgerechnet noch 9 Euro übrig. Seit über einem Monat essen sie nur noch in Wasser aufgeweichtes Brot. Und Shakiba kann die kleine Sahra inzwischen nicht mehr stillen. Die meisten Menschen aus Afghanistan sehen die Türkei nur als Etappe auf dem Weg nach Europa. Mit kleinen Gelegenheitsjobs in Nähateliers oder als Müllsammler überleben sie am Rande der Gesellschaft. Wer genug gespart hat, wagt die gefährliche Überfahrt über die Ägäis nach Griechenland. Wie Ferus, 22 Jahre alt. Der Kampfsportmeister kam im Sommer mit seiner Frau und Tochter in die Türkei. Um nicht die Neugier seiner Nachbarn oder der Polizei zu wecken, treffen wir uns diskret bei ihm zu Hause. تلفن پیسہ هر اون چی که باشه میگیرن اما اونقدر اذیت نمیکنه اذیت میکنه یعنی به خاطر که فامیل خدا برده بتون حداقل چیزی اونقدر چیز نمیکنه اما مجرد رو به حد میزنه حتی کالایشون میکشه از جانشون که قنداق میزنه شون مشکنونه دست پایشون که دیگه نبی Auch ihnen hat die Einwanderungsbehörde keine Aufenthaltserlaubnis erteilt, also verhalten sie sich unauffällig. Die Spannungen zwischen Türken und Afghanen oder Syrern nehmen zu. In den letzten Monaten häuften sich fremdenfeindliche Angriffe.
Die Migrationsfrage ist heikel für den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er hat viele syrische Flüchtlinge aufgenommen, doch die Türkei steckt in einer Wirtschaftskrise. Die Inflation erreicht die 20%-Marke und die Lira ist zu Jahresbeginn gegenüber dem Dollar eingebrochen. In dieser Krise werden die Migranten zu Sündenböcken. Im Sommer forderte die größte Oppositionspartei CHP die Abschiebung der Syrer. Das findet bei den Wählern Anklang. Trotz mehrerer Anfragen wollte aber keiner aus der Partei mit uns sprechen. In Istanbul muss man sich nur auf einem der zahlreichen Märkte umhören, um zu hören, wie unbeliebt die Flüchtlinge sind. Diese Hausfrau lebt in Esenyurt, einem Arbeiterviertel mit rund 300.000 Einwanderern. Yani bence paylaşmadan ziyade kendi memleketlerinde yani yaşasınlar bence daha mantıklı. Çünkü yani burası o kadar kalabalıklaştı ki trafik açısından olsun her türlü yani. Okula gidemiyoruz. Alışveriş yapmak istesek çıkamıyoruz. O kadar yoğunluk var ki kendi memleketlerinde kalsalar, misafir olarak gelseler gitseler bizim için daha iyi. Onlar yüzünden kiralar arttı, ekonomi arttı. Yani şu an mesela İstanbul'da en düşük kira 2000 lira. Bunu ödeyebilecek aile var, ödeyemeyecek aile var. Viele Türken werfen der EU vor, dass ihre Länder ja selber nicht genug Flüchtlinge aufnehmen wollen. 2016 schloss Brüssel mit Ankara ein Abkommen zur Rückführung illegaler Einwanderer in die Türkei. Dieses Abkommen ist auch zum Teil für die jetzige Situation mitverantwortlich. Avrupa bahsediyorlar. Daha doğrusu dünya bahsediyor. İnsanlık diyor. İnsanlara faydalı olmak diyor. Bu nasıl paylaşmak? Senelerdir Türkiye yazık günah değil mi? Bak onun için yapması lazım gelen verdiği sözler yerine getirilsin. Bir sürü söz verdiler karnımca bildiğimce. Siz yapın bakın. Burada Yunanistan bir yanda her gün 1000 tane botları vuruyor, şişirme botları patlatıyor, insanları denize döküyor. Binlerce insan öldü. Yazık günah. Bu yani nasıl adalet? Er meint damit die illegalen Pushbacks von Migrantenbooten durch die griechische Küstenwache in Richtung der türkischen Hoheitsgewässer. Die Behörden in Ankara kritisieren dies scharf und nun handelt die Türkei offensichtlich ähnlich an ihrer iranischen Grenze.